Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier nicht zum ersten Mal über das Thema. Wir diskutieren auch nichts Neues. Am 10. November letzten Jahres war das Thema schon mal im Plenum. Wir haben zig Sachverständige angehört. Wir haben uns mit diversen Stellungnahmen befasst. Heute diskutieren wir ja auch über den Bericht des Innenausschusses. Es ist richtig und wichtig, dass wir diskutieren, dass wir den Dialog aufrechterhalten. Man darf sich bei uns so einem Thema ja auch nicht zu einfach machen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Haltung unserer Fraktion ist da auch eindeutig und ist da auch bekannt. Daran hat sich auch nichts geändert. Und ich kann sie Ihnen auch gerne noch mal darlegen. Ich glaube, was falsch ist, ist, dass wir einen Wettkampf um Emotionen oder etwa darum, wer mehr Einzelschicksale kennt, hier veranstalten. Damit ist nämlich an dieser Stelle keinem gedient. Und ich darf auch noch mal eine Bemerkung dazu machen, weil immer so ein bisschen unterstellt wird, als ob es unsere Verantwortung sei, als ob es unsere Schuld sei, die wir hier für die Schicksale, die hier vorgetragen werden, tragen. Der Familiennachzug ist keine zufällige Nebenerscheinung. Er ist fast immer auch Teil der Motivation. Und als solchen müssen wir ihn auch wahrnehmen. Es geht nämlich nicht hauptsächlich um Familien, die zufällig auf der Flucht getrennt wurden. Und auch wir haben diese Familien nicht getrennt. Und das müssen wir bereden können, ohne uns gegenseitig moralische Vorwürfe zu machen. Und die Frage lautet, wer hat denn die Folgen dieser Entscheidungen zu tragen? Wer hat sie aufzufangen? Und da sage ich Ihnen, es sind sicherlich nicht allein diejenigen, die Zuflucht bei uns gesucht haben, aber es sind sicherlich auch nicht diejenigen, sind auch nicht wir, nämlich die, die Schutz gewähren, die die Folgen zu tragen haben. Meine Damen und Herren, die Folgen zu tragen haben, nicht die Schuld. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen die Gründe für die Aussetzung des Familiennachzuges. Die Kollegin hat sie auch vorhin noch mal dargelegt. Die Menschen mussten und müssen angemessen versorgt und untergebracht werden. Sie müssen in der Gesellschaft aufgenommen werden können. Denn, das darf man nicht vergessen, es handelt sich ja um einen privilegierten Nachzug. Das bedeutet, dass die Nachziehenden gerade keinen Nachweis über Wohnraum, Lebensunterhalt und die Krankenversicherung führen müssen. Und das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Und auch wenn die Erstaufnahmeeinrichtungen leerer geworden sind, wissen wir doch, dass es allein mit der Aufnahme in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht getan ist und schon gar nicht bei nachziehenden Familien. Die Kommunen arbeiten hart daran, die Flüchtlinge, die bei uns leben, mit Wohnraum zu versorgen. Und mit Hilfe vieler engagierter Bürger leisten sie Herausragendes, und auch nicht nur im Hinblick auf die elementare Versorgung, sondern auch im Hinblick auf die Integration. Und nur weil der Familiennachzug legal, ungefährlich und geordnet ist, ändert sich doch nichts an der Tatsache, dass Menschen dann auch angemessen hier untergebracht und die Kinder angemessen betreut und beschult werden müssen. Die Familien müssen irgendwo wohnen, und zwar gerade nicht in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in Sammelunterkünften, sondern in angemessenen Wohnungen. Und die Aufnahme der Menschen muss einfach funktionieren, und sie müssen sich integrieren können. Und die Leistungsfähigkeit der Kommunen ist begrenzt, und an der Belastung hat, so sehen wir das jedenfalls, sich nichts geändert. Und es wird hier auch immer viel über rechtliche Rahmenbedingungen und rechtliche Voraussetzungen geredet, aber auch da hat sich nichts geändert. Es gibt kein generelles Recht auf Familiennachzug, weder aus dem Grundgesetz noch aus der UN-Menschenrechtskonvention, auch nicht aus der Kinderrechtskonvention. Das kann mir von Ihnen, glaube ich, auch keiner darlegen, wo sich denn hier ein Anspruch oder ein generelles Recht auf Familiennachzug ergibt. Das Wie und das Wann des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte müssen und dürfen wir als Zufluchtsort gestalten. Es ist selbstverständlich, dass wir dabei dann auch Unterschiede machen und die Interessen abwägen, und zwar die Interessen des Staates und unserer Bevölkerung gegen die des wartenden Flüchtlings. Das ist völlig legitim, und das tun andere Staaten auch. Und dass die Abwägung sorgfältig vorgenommen werden muss, ist auch klar. Denn wir tragen nicht nur für denjenigen Verantwortung, für diejenigen, die es zu uns geschafft haben, sondern wir tragen auch die Verantwortung für unsere Bevölkerung. Und da finden wir uns dann auch beim C wieder, lieber Herr Kollege, dass Sie so vermisst haben. Und die rechtlichen Maßstäbe dafür, wer Flüchtlingseigenschaft und wer subsidiären Schutz bekommt und wer ausreisepflichtig ist, sind gleich geblieben. Die Rechtsmittel gegen diese Entscheidungen bestehen unverändert, und die Rechtsmittel werden auch ausgeschöpft. Und es zeigen die vielen Klagen gegen die Zuerkennung des subsidiären Schutzes. Und wenn hier ein Vorwurf immer erhoben wird, dass man damals von anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, darf ich Ihnen sagen, es stimmt zwar, dass im letzten Jahr
mehr Menschen lediglich subsidiären Schutz erhalten haben, als bei der Aussetzung des Familiennachzugs zu erwarten war. Aber das ist doch gerade kein Argument für eine vorzeitige Beendigung der Aussetzung. Es verändert ja die Abwägungsfaktoren nicht. Es sagt lediglich etwas über die eigentliche Zusammensetzung des Flüchtlingsstroms aus und die Unterscheidung zwischen dem klassischen Bürgerkriegsflüchtling und dem Verfolgten im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Und das ist ja gerade Bestandteil unserer Abwägung. Und dass wir prüfen, davon wird man wohl auch angesichts der Vorkommnisse in den letzten Wochen nicht Abstand nehmen wollen. Und schon gar nicht kann eine rechtlich unzutreffende, der Vergangenheit angehörende Behördenpraxis die Faktoren einer Interessenabwägung beeinflussen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderungen sind nicht geringer geworden, nicht für die Kommunen, die den Wohnraum und die Integration bewerkstelligen müssen, nicht für unsere Bevölkerung, aber auch nicht für die Botschaften in Beirut, Erbil und an anderen Orten, die regelrecht Fließbandarbeit leisten, um Familiennachzüge zu anerkannten Flüchtlingen zu ermöglichen. Und wenn wir jetzt die Aufnahmefähigkeit unserer Kommunen, unserer Gesellschaft weiter überlassen, dann wird das massive Folgen haben. Die Bürger erwarten von uns eine sachliche Abwägung, in die alle Interessen einfließen, nämlich auch ihre. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Warten. Als letzter Redner in dieser Aussprache spricht Rüdiger Veit für die SPD-Fraktion.